Herzlich willkommen zum Pressegespräch nach dem NFL-Liga-Punktspiel zwischen Lichtenberg 47 und Optik Rathenow vor 190 zahlenden Zuschauern. Endstand 3:1 für Lichtenberg 47. Wie immer bitten wir beide Trainer darum, uns ein Statement zu geben und möchten da mit unserem Gästetrainer Herrn Ingo Kalisch, den ich mal hinten sehr herzlich begrüße, anfangen. Ja, schönen guten Tag allerseits. Ich habe gerade so beim Reingehen zu meinen Kollegen, den ich gerne mal als Spieler in Rathenow hatte, immer gesagt, ich hoffe, am Mittwoch hat er auch ein paar gehabt, die getröstet haben und haben mich da hinten stehen lassen. So schnell geht der Fußball. Heute haben sie alle auf die Schulter, am Mittwoch denke ich, muss oft alleine gestanden haben. Aber gut, das ist nicht meine Sache. Ich habe oft genug in meinem Leben verloren, deswegen kann man das ja mal sagen. Ja, zum heutigen Spiel. Ich denke, das war für die Zuschauer ein sehr interessantes Spiel. Also meine Jungs gerade gesagt, wir sind, denke ich, auf einem sehr ordentlichen Weg. Wir sind nämlich die Spitzenmannschaft, die wir vielleicht mal sein können. Dazu ist die Mannschaft zu jung, neu zusammengestellt. Wir stehen überraschend ordentlich da, womit ja keiner bei uns gerechnet hat. Ich denke, in der Spielanlage haben wir heute ein paar gute Sachen gemacht. Aber man hat natürlich genau gesehen, was fehlt mit diesem Rückstand. Hat er natürlich nicht vielleicht eine Karte gespielt, wir sind zu offen geworden. Wir haben zu viele Fehler, viele nach Vorwärtsbewegung gemacht und durch die relativ vielen Fehlerspiele im zentralen Bereich kamen natürlich immer wieder Konter und die Kontermöglichkeiten waren auch ein paar da. Da hätten wir schon vorher erschossen sein können. Andererseits hatten wir auswärts relativ viele Torchancen, also nach einer Minute können wir schon führen. Und da waren noch ein paar andere Sachen, die wir diesmal nicht genutzt haben. Allen in allen, denke ich, werden wir wieder aufstehen, wünsche euch weiter viel Erfolg. Aber ich denke, wir werden auch weiter verhalten. Danke. Und jetzt unser Trainer Uwe Lehmann. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, kann man fast alles unterstreichen, was Herr Kalisch gesagt hat. Wir sind heute sehr, sehr froh und glücklich, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Weil jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer es ist, nach einem 120 Minuten Pokalteil zwei Tage vorher mit einer sehr jungen Mannschaft, wo man die deutlich bessere Mannschaft ist und wesentlich mehr Torchancen hat, ein Finale nicht zu erreichen, wie schwer es sich dann zwei Tage später gegen einen Gegner wiederzustellen, der, ja, ich glaube, sehr lange ungeschlagen ist, in der Rückrunde drei Siege hat, fast immer mit der gleichen Formation spielen kann, die ohne weitere Spiele erhebliche Qualität im Kader haben. Riesenkompliment an meine Mannschaft, wie sie es heute gemacht hat, wie sie gekämpft hat, wie sie sich von, wie ich finde, mehreren Rückschlägen, aber auch in diesem Spiel hat nicht aus der Bahn werfen lassen, weiter an sich geglaubt hat. Trotz dessen wir, wie am Mittwoch auch schon, den Deckel zum wiederholten Male nicht aufmachen, sind wir heute sehr glücklich, dass wir hier gewinnen können. Sehr gut für die Moral. Ich hoffe, dass Christian gar nicht schwerer verletzt ist. Und dann gehen wir die nächsten Spiele an, um uns in der Tabelle, wie ich sag mal, ein Stück weit zu festigen, da wo wir da sind. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen? Keine Fragen. Gut, dann kommen wir zu den Ergebnissen der Innenspiele. Neubrandenburg gegen Lockenwalde 0:1. Schöneiche gegen Schönberg 0:0. Hürtürke gegen Adilersdorf 1:2. Und Süd gegen Malchow 1:1. Von Hansa 2 gegen Herne 03 war noch kein Ergebnis zu bekommen. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und alles Gute nach Hause. Dankeschön.